Hallo, herzlich willkommen. Heute machen wir einen Klassiker. Und zwar einen richtigen Klassiker. Nämlich Nudelsalat. Schön lecker zum Grillen. So sieht es nämlich aus. Nudelsalat ist ähnlich wie Kartoffelsalat eine von Teilen zu Teilen in Deutschland eine Religion. Oder, Stefan? Ja, kann man würde schon so sagen. Genau, ja. Würde ich auch so sehen. Selbstverständlich werde ich den mit Mayo machen. Weil bei Nudelsalat gibt es keine, es gibt höchstens die, also Essig und Öl kann man sich knicken, das brauchen wir gar nicht versuchen. Aber es gibt halt auch noch diese mediterranen Nudelsalate, ne? Also mit Pesto, rotem Pesto, also grünes Pesto, rotes Pesto, Pinienkerne, Rucola-Salat, Parmesan und so weiter. Ich habe mal ein Rezept gehabt, das war auch ganz geil, tatsächlich mit fettarmem Joghurt und dann halt ein bisschen fruchtig angemacht. Ja. Tomate mit rein, Gurke mit rein, das war auch echt eine Das können wir auch vorstellen, Sache. Das war nicht schlecht. Aber hier machen wir heute wirklich so richtig wie bei Oma im Schrebergarten. So. Ich habe hier ein bisschen Tafelessig in einem Topf, ist nur ganz wenig, so. Da geht jetzt rein Sellerie in Würfel, Flamme an, Apfelsaft, Zwiebel, Gurkenwasser, und ein wenig Schnittlauch. Nicht zu viel. Ein Bund wäre das bei euch zu Hause. Die Frage ist, Fleischwurst ja oder nein? Ich habe jetzt hier Schinken bzw. Putenbrust, weil letztes Mal haben wir ja schon den Kartoffelsalat mit Fleischwurst gemacht. Und deswegen nehmen wir jetzt hier heute mal Putenbrust. Oder, Stefan? Wie siehst du das? So machen wir das. Im Hintergrund, da steht eine Mitarbeiterin, das ist die Frau Lupo. Wir brauchen gar nicht abhauen. Guckt immer ganz interessiert zu, weil dahinter ist nämlich die Vorbereitungsküche. Und dann probiert sie das immer. Wir haben vorhin hier schon, ich weiß nicht, wann das Video kommt, machen wir zuerst den Erdbeerkuchen, ne? Ja. Ja, würde ich auch sagen. Die hat vorhin den Erdbeerkuchen gegessen, den wir vorhin gebaut haben. Und war schon total in love mit dem Herrn Korbmann. So, dann habe ich hier noch ein bisschen Gouda. Einmal habe ich das Gouda mit Bärlauch. Ihr könnt aber auch jeden anderen, ihr könnt einfach einen ganz normalen Gouda-Käse nehmen, ist egal. Schneide ich den jetzt einfach so in Würfel runter. Das Schöne an der Nummer hier ist, das ist so ein, ja, wie soll ich den Kuchen, also Kuchen sage ich schon. Oh, siehst du? Das ist so ein Nudelsalat, da brauchst du auch nichts bei, weißt du? Finde ich. Das ist so, nee, den machst du und da isst du eine Bratwurst zu und dann bist du eigentlich fertig damit. Also mehr brauche ich da nicht. Wäre das jetzt auch was für die Fraktion, die das gerne zu Weihnachten essen würde? Oder würdest du den dann nochmal anders zubereiten? Nee, würde ich tatsächlich genauso machen. Hm? Also klar kann man den natürlich veredeln, ne? Müssen wir auch nicht drüber sprechen. Du kannst jetzt auch mit einer Trüffelmayonnaise arbeiten und keine Ahnung was alles. Hier. Erbsen. Die kommen auch hier rein. Zack. Ach komm. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Dann habe ich hier noch ein wenig Dosenmais. Weißt du, was jetzt noch fehlen würde eigentlich? Was? Silberzwiebeln. Bitte? Silberzwiebeln. Nee, Silberzwiebeln tatsächlich nicht. Wir haben ja Säure, wir haben Säure. Wir haben auch Säure und hier ist Säure. Mandarinen aus der Dose oder Stimmt, so ein Quatsch. Jo, ja. Ja, so wobei, das finde ich eklig. Da ist die Grenze. Wenn irgendeiner, da ist bei mir die Grenze. Ananas? Auch nicht. Ananas? Banan. Meine Mutter macht Ananas mit Sauerkraut. Okay. Ist okay. Okay. Ist auch lecker, aber ich will es halt trotzdem nicht machen. Ich auch nicht. Stefan ist ja mehr so der Bananentyp auch. Oh, du musst mal dein Bananenbrot machen, was du immer in der Küche machst. Welches Bananenbrot? Ja, für uns, was du denn mal machst. Ich mache kein Bananenbrot für euch. Ich mache kein Bananenbrot für euch. Aber warum eigentlich nicht? Warum ich kein Bananenbrot für die Jungs mache? Ja. Weil ich Bananenbrot tatsächlich gar nicht so geil finde, muss ich gestehen. Überhaupt nicht. Gar nicht. So, Paprika.
letztens in dem Schneidtechnik-Video hat einer gefragt, wie man die Ananas, guck mal, ihr macht mich schon ganz wahnsinnig. Du, Mann. Wie du man hast die, angefangen mit Mandarinen. Ja, wie man die Paprika auch noch hätte schneiden können, okay? Weil ich gesagt habe, dass die Schale halt von außen so hart ist. So, jetzt habt ihr die entkernt. So. Und weil die Schale von der Seite halt, wenn das Messer nicht brutal scharf ist, halt ein bisschen schwierig ist zu schneiden, kann man es einmal so schneiden, ne? Klar. Aber man kann sie auch so schneiden. Ne? Geht auch. Ich mache da jetzt hier keine feinen Würfelchen draus, ja? Sondern ich schneide das wirklich nur einmal grob durch, weil das hier eine sehr, sehr rustikale Sache ist. André, wie isst du denn den Nudelsalat bei euch zu Hause? Boah, okay, den habe ich verdient. Nee, also es ist so, dass, ja, jetzt mal Dissi zum Beispiel einmal, mein Vater, ja. Auch ne, mit Erbsen, Mayonnaise, Gurken, ja, so wie es jeder, also wir sagen ja so, wie es jeder kennt. Ne? Genau, ja, so wie es jeder kennt. Uiuiui. So, als Kind gab es mal minimalistisch und da war dann echt nur Fleischwurst drin, Gurke drin, Ei, Zwiebeln, Mayo, Nudeln. Ja, ja. Kartoffelsalat, eigentlich genau das gleiche. Genau. Der Kartoffelsalat. Gurkenwasser, ganz wichtig. Gurkenwasser, genau. Ein bisschen, ne, habt ihr Branntweinessig genommen oder Essigessenz? Nur Gurkenwasser. Nur Gurkenwasser? Ja. Und dann noch richtig so, dann den Nudelsalat noch ins Glas rein, das Mayo-Glas leer schütteln. Genau, ja, ja, richtig, genau. Das ist ja. Für mich auch tatsächlich der beste. Für mich auch. Also, den ich am liebsten esse, sag ich mal so. Ja. Das ist jetzt nicht, den ich am liebsten esse. Ja, ich auch. Man kann natürlich noch so viele coole Sachen machen, natürlich. Keine aber, Frage. Ja, einfach und simpel. Ja. Ist meistens das Beste. Und genau. Dann bei dir mit Mandarine oder ohne? Mama hat das mal mit Mandarinen gemacht. Geht, aber ich finde es besser so ohne. Kein Fan? Nee, kein Dosenobst. Ich auch, also tatsächlich auch nicht. Das Einzige, was halt aus der Dose für mich so geht, ist halt tatsächlich Mais. Ja. Ne? Das geht tatsächlich. Und was geht noch aus der Dose? Sauerkraut. Tomaten, ja. Genau. Gurke. Also ist ja Glas eingemacht, ne? Kidneybohnen, ja. Aber das ist ja so normal, sag ich mal. Ne? Ja, ja, das ist Standard, klar. Ich sehe das auch so. Aber gut, es gibt Leute da draußen, André. Die sind komisch. Die Bohnenpolizei. Ne, wie nennen wir die denn jetzt? Bitte erst 3 Tage einbrechen. Die Bohnenbundeswehr. Bohnenbundeswehr. Ach, der Stefan, ey, der haut echt einen raus, ne? Aber wir sollten noch mal was Bananenbrot sprechen. Was mit dem Bananen? Ich glaube, das wäre doch eine coole Idee. Dann können die Leute jetzt auch unter dem Nudelsalat-Video Hashtag Bananenbrot schreiben. Und dann machst du Bananenbrot? Nein, ich kann das nicht. Aber dann machen wir das andere, vielleicht. Der andere hat gesagt, wenn du Bananenbrot machst, dann macht er den Banana-Joe-Burger vor der Kamera. Oder wir machen einfach das Bananenbrot zusammen. Ich habe noch nie ein Bananenbrot gemacht. Okay. So, also das, was ich jetzt in dem Topf hatte, das gebe ich jetzt da drauf. Warm. Die Nudeln waren auch noch warm und nicht abgeschreckt. Und jetzt rühren wir das hier durch. Das im Topf hast du jetzt auch nur erwärmt, ne? Nicht richtig aufgekocht? Das im Topf habe ich richtig gekocht. Okay. Das habe ich so 5 Minuten wild kochen lassen. Und habe die Erbsen dann dazugegeben. Und habe das jetzt warm hier über diesen, nicht heiß, sondern warm über diesen Nudelsalat gegeben. Mhm. Und bei den Nudeln könnt ihr euch frei fühlen. Das sind jetzt hier Spirelli oder Fusilli, wie ihr die nennen wollt. Und ja, wenn ihr den natürlich einen Tag durchziehen lasst, dann wird er natürlich auch nochmal besonders gut. Ne? So, jetzt probieren wir mal, ob der irgendwie abgeschmeckt werden muss noch. Da noch was dran muss. Ne, muss nichts mehr dran. Lecker. Also, ihr könnt ihn abwandeln, wie ihr möchtet. Dem aufmerksamen Zuschauer ist sicherlich aufgefallen, dass die Basis bei diesem Salat genau fast die gleiche ist wie bei dem Kartoffelsalat auch. Das heißt, ich habe eine
Ich habe eine Essigreduktion gemacht. Also Essig, Gurke, Kraut, bei dem Kartoffelsalat war es Dill. Und ein bisschen Gemüse. Und auf der anderen Seite habe ich Mayonnaise gehabt und das restliche Gemüse und irgendeine Fleischkomponente und habe das dann nachher zusammengefügt. Ja? Das heißt also, die Basis ist immer eine Essigreduktion und die Mayonnaise. Ihr könntet auch nur die Essigreduktion nehmen und dann irgendein Kraut dazugeben, aber ihr braucht eine säuerliche, frische Komponente. Ja? Das ist die Basis, damit man es auch als Salat identifizieren kann, also als ein, das ist gelernter Geschmack da. Ne? Ja, das stimmt. Genau. Ja. Und genauso ist das hier auch. Alles klar. Okay. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.